Alexander Vollert nimmt an unserem Sprint teil. Und wird das fünfte Teammitglied heute. Darauf freuen wir uns sehr. Wir beginnen ganz klassisch damit, dass wir gleich ein Kundeninterview führen mit Bene. Und Bene dazu fragen, wie er eigentlich zum Thema Ausmisten steht. Das ist gerade unser Schwerpunktthema beim Wohnen. Und danach werden wir das Interview auswerten. Also mal gemeinsam teilen im Team. Was haben wir heute eigentlich gelernt und erfahren? Was sind so Herausforderungen für Bene? Und darauf ganz schnell dann aufsetzen eine Ideation. Also eine Art Brainstorming, in dem wir wirklich ganz schnell dann Ideen entwickeln. Und Alexander Vollert wird uns dabei begleiten. Und wir freuen uns einfach darauf, heute durch ihn verstärkt zu werden. Ja, hallo zusammen. Hallo. Hallo. Bei dem Thema Ausmisten mit einem Minimalisten zu sprechen, einen anderen Tiefgang finde ich in den Gesprächen. Deshalb freue ich mich auf den Bene. Ja, heute hat der Tag für mich was ganz Besonderes bereit, nämlich die Arbeit mit Kunden und am Kunden und neue Ideen hier in Transactional zu entwickeln. Das macht mir große Freude und großen Spaß. Ich finde, es ist sehr wichtig, mit Transactional eine Einheit zu haben, die sich nur um Kundenbedürfnisse kümmert und alle Lösungen wirklich vom Kunden her denkt und sich nur darüber Gedanken macht, wie können wir den Kunden ein Gefühl von Sicherheit vermitteln als AXA. Ich glaube, das geht generell vielen Leuten so, sozusagen sich von einer alten Last befreien. Ich persönlich tick eher so, ich habe es gern, dass ich eben nicht viel rumschleppe. Was ist mit deiner persönlichen Privatpapierkram? Versicherung, was auch immer da anfällt, Rechnung. Ja, ich versuche so viel Papierkram wie möglich zu vermeiden, weil es ist eigentlich immer nur lästig. Mhm. Also mit Papierkram meine ich wirklich physisch ausgedruckte Sachen. Mhm. Ich habe am liebsten alles sozusagen digital. Also es wird mir immer klarer, am Ende geht es um ein einfaches Bedürfnis, das wir erfüllen müssen, und wir müssen es so tun, dass unsere Kunden es auch selber verstehen, dass wir es nicht erklären müssen, sondern dass wir in der Lage sind, die Dinge so einfach zu gestalten, dass jeder Kunde es selber auch nachvollziehen kann. Aber natürlich geht es vor allen Dingen auch darum, dass wir uns noch besser überlegen, dass wir kein Versicherungsprodukt verkaufen, sondern dass wir den Menschen versuchen wollen, in dem Lebensbereich, den wir versichern, auch Sicherheit zu geben, ein gutes Gefühl zu geben, vielleicht auch Ordnung zu geben, wenn es um das Thema Haus geht. Was wir versucht haben zu zeigen, ist, dass Design Thinking ganz stark getrieben ist von dem Feedback, das wir vom Kunden bekommen. Das heißt, es fängt nicht bei uns an, sondern bei dem, was wir hören, was wir jeden Tag lernen. Und damit ist es ein sehr spontaner und iterativer Prozess. Also wir planen unsere Agenda jeden Tag neu, basierend auf dem, was wir am Vortag gelernt haben. Also erstmal ist ja Home and Living eines unserer Kernthemen als Versicherer. Und insofern ist es natürlich schon interessant, einfach sich mal Gedanken zu machen, was beschäftigt die Menschen denn so? Na klar, also Ausmisten ist für mich auch ein wichtiges Thema. Was mache ich denn jetzt mit meiner alten CD-Sammlung? Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das mit Versicherung zu tun? Aber am Ende ist es ja so, dass wir uns schon überlegen, beim Aufbau von Ökosystemen zukünftig. Wo wir als Versicherer eine wesentliche Rolle spielen wollen, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wo sind Mehrwerte, die wir für unsere Kunden liefern können. Mir öffnet es den Horizont dafür, zu begreifen, wie sich die Welt da draußen ändert, wie sich unsere Kunden ändern und wie wir uns auch als AXA ändern müssen. Das sind die unmittelbarsten und direktesten Impulse und Eindrücke, die ich gewinnen kann, um am Ende auch gemeinschaftlich im Team AXA weiterzuentwickeln.